Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja, ich stehe hier gerade vor dem Tor zur Hölle. Und ich habe off-cam, wie auch im letzten Part schon gesagt, sehr oft versucht, da durchzukommen. Oder was heißt, also ich habe im letzten Part gesagt, dass ich es versuche. Und ich habe es oft versucht und ich bin sehr oft gescheitert. Aber ich habe mittlerweile eine gute Taktik gefunden, wie man das eigentlich in relativ schneller Zeit lösen kann und dadurch kommen kann. Ich bin am Ende leider krepiert. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass ich es packen werde. Und ich werde euch jetzt direkt mitnehmen. Und vielleicht könnt ihr ja aus dem Video auch noch was lernen, wenn ihr das Spiel selber zockt und nicht wisst, wie ihr da weiterkommt. Also ich hoffe, ich kann euch hier noch ein bisschen was beibringen. Und let's go. Wir gehen direkt rein in die Hölle. Versuchen jetzt die Taschenlampe nicht zu benutzen, weil wir müssen Strom sparen, aber obwohl so schnell wie das geht, können wir die auch benutzen. So. Drücken die Taste. Sprinten direkt los zu dem Endo. So. Gucken es an. Und drehen uns schnell um, drücken die Taste, gucken es wieder an. So, this is what you look like inside? So. Creepy. I like you better with your shell on. Jetzt laufen wir hier den Gang runter. Und mir ist auch aufgefallen, das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, dass ich immer den falschen Weg gelaufen bin. Ich dachte immer, ich müsste jetzt, Bro, bleib mir stehen. Ich dachte, ich müsste jetzt immer diesen einen Gang da lang, aber dabei lag ich vollkommen falsch. Aber richtig falsch. Okay, und jetzt gehen wir in diese Tür hier rein. Denn hier gibt es ein kleines Bonus-Item, was wir uns holen können. Was ich nicht mitgenommen habe. Und zwar hier ist eine Geschenkebox mit einem Nightmarion-Plushie. Nightmarion ist ja die Albtraum- oder Nightmare-Vision von Puppet aus Five Nights at Freddy's 4. So, und jetzt wird dieser Bro hier aktiv und wir lassen ihn so gut es geht nicht aus den Augen. Jetzt gehen wir raus, gehen die Tür hier lang in den Raum und drücken den Knopf und stecken uns direkt hier in der Kiste. So. Jetzt schauen wir, ob die Endos kommen. Ja, das werden die jetzt. Ja, jetzt kommen hier die Endos. Machen hier ihre Runden, während wir hier in der Kiste chillen. Man merkt, ich bin relativ entspannter als vorher. Und das liegt daran, weil ich es jetzt ähnlich gezeigt habe, wie man hier so schnell und einfach durchkommt. Jetzt kommen die hier raus, genau. Und ich bin immer hier lang gelaufen, aber ich hätte einfach da lang gemusst, weil ich einfach dämlich bin. So, und jetzt laufen die da den Gang entlang. Und wir schlüpfen aus unserem Versteck und rennen den Gang ebenfalls runter. Und schlüpfen direkt hier in die Kiste. Jetzt warten wir kurz, bis die Endos dran vorbeigelaufen sind. Denn jetzt gehen die nämlich wieder in deren Raum hier zurück. Drehen da nochmal hier runter. Jetzt gucken, warten wir noch kurz, bis das Endo da vorne zurückgeht. Okay, es geht zurück. Warte, der andere kommt auch noch. So. Jetzt schlüpfen wir aus unserem Versteck und rennen den Gang runter. Hier lang. Und, hier lang. Und betätigen diese Taste, diesen Knopf, sprinten. Oh fuck. Gehen hier in die Kiste rein. Verstecken uns hier. Jetzt kommt hier das Endo hier in La Wow, Alter. Tschüss, chill mal. Und hier ist. Oder? Wo? Oh, fuck. Shit. Shit, nein. Gott. Ah. So, genau. Und hier ist der Raum, wo wir immer hingemusst hätten. Den wir auch immer angeguckt hatten, aber wir dachten immer, es gäbe einen anderen Weg dahin, aber nein, wir mussten diesen Weg nehmen. Und das ist genau der Raum hier. Und da ist das Sicherheitsabzeichen, was wir uns holen müssen. Jetzt gucken wir noch kurz, okay, jetzt kommen hier die Endos. Die chillen da in der Box. Okay, jetzt warten wir kurz, bis die weg sind. Die
werden sich jetzt hier nämlich, warte mal. Aber die chillen jetzt hier, drehen wieder um und laufen dann wieder den Gang entlang. Aber jetzt kommt da noch ein anderes Endo. Oh, Alter, hat er mich gesehen? So, jetzt kommt der hier. Geht auch noch mal kurz da lang. Wir müssen kurz auf ihn warten, bis er hier raus ist. Und dann können wir auch schon in den Raum rein. Wenn jetzt noch keiner kommen sollte, aber das sieht jetzt nicht so danach aus. Warten wir kurz, bis er hier abgehauen ist, hier der Kollege. So, jetzt raus durch die Tür. Jetzt haben wir das Sicherheitsabzeichen. Und genau hier bin ich krepiert, weil genau das jetzt passiert. Schaut her. Guck mal hier, die ganzen Endos, die werden jetzt aktiv, wenn ich das Sicherheitsabzeichen habe. Rennen wir schnell raus und ab in die Kiste. Und schaut mal, wie viele fucking Endos da in diesem verdammten Raum sind. Das sind massenhaft viele. Leute, schaut, Leute. Guck mal. Guck mal, Digga. Alles ist voll mit denen. Aber das Ding ist, das ist ganz anders wie bei Roxane, Chica oder Monty. Die sind einfach so strohdumm. Und die können uns nicht kriegen, wenn wir in den Kisten hocken. Die können uns da jetzt nicht catchen. Die sind strohdumm, die Viecher. So, und jetzt gehen wir hier raus. Und sind wieder am Anfang. Wir haben es geschafft. Boah, alter Schieß. Digga. Boah, ich wusste nicht, dass sie da durch können. Jetzt kommt Music Man wieder. Hahaha. Du Knecht. Man sieht sich. Guck mal, da bin ich. Da bin ich. Hallo. Ich bin hier. Ah, schade. So, jetzt sind wir wieder hier bei diesem deaktivierten Endoskelett. Und gehen hier ganz schleunigst wieder raus. Und laden unsere Taschenlampe auf. Und speichern ab. Und so, Leute, könnt ihr das ganz easy in wenigen Minuten abschließen. Denn das ist echt die Hölle. Das ist die... Junge, diese Aufgabe kommt von William Afton persönlich. So, warte mal. So, speichern. So, let's go. Na, warte mal kurz mal. Obwohl, warte mal. Wäre vielleicht klüger. Kurz mal einen neuen Speicherplatz zu machen. So. Jetzt können wir da durch die Tür, wo Freddy doch, glaube ich, verschleppt wurde von Moondrop. So. Hä? Vanessa. Ich hätte How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwad kept repeating in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Nessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice. If you're part of this, you're scrapped.
Money in the shows until person service can pick up your casing on the new endo. Wehe, Alter, wehe. I gotta find that kid. Wag es nicht. Vanessa, do not leave me like this. Monty ist ein Arschloch, Digga. Ich schwör's dir, wenn Monty diese Show leitet, ne? Vanessa, wenn du das wirklich machst, wenn Monty die Band leitet, ne? Ich schwör's dir, ich verbrenne das gesamte Pizzaplex. Ich werde hier alles niederbrennen, das kannst du mir schwören. So glad you are here and alive. Freddy! Use the console to let me out. Was? Oh. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Hä? Was sind denn Monty, Chica und Roxy Upgrade, hä? Ich kann aber nur das Energie-Upgrade machen. Machen wir es einfach mal. Please enter the protective cylinder to continue. What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you, reattach my head? I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Wie, du bist nicht mehr ganz du selbst. Was willst du mir damit sagen? Aber wartet mal, ich habe eine Theorie. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Und zwar hatten wir Moondrop hat ja Freddy entführt, ne? Und warum hat Vanessa ihn jetzt? Denn meine Theorie ist, dass Moondrop ihn Vanessa gebracht hat. Nee, Vanessa hat. Hä? Nee, ich bin nicht dumm. Moondrop hat Freddy Vanessa gebracht. Und ich glaube, damit Freddy mir, also Gregory, nicht mehr helfen kann. Oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Ist, also der Grund dafür weiß ich nicht, aber warum sollte Moondrop also Moondrop, ihr wisst ja, Moondrop ist halt der Mond, also ja, warum sollte Moondrop Freddy entführen und ihn Vanessa bringen? Also meine Theorie ist, vielleicht kann Vanessa die Animatronics ja kontrollieren. Weil sie meinte ja auch selber am Anfang, also im ersten Part ja noch, meinte sie noch, sie hätte die anderen informiert. Und hätte, also hat die anderen halt informiert, also die anderen Animatronics, um nach mir zu suchen. Also wie krass muss denn die KI der Animatronics so, also wie krass muss die denn entwickelt sein, dass die Animatronics, also dass du einfach nur den Animatronics sagen musst, was sie tun sollen und die machen das dann. Ich meine, gut, Security Breach spielt da jetzt eigentlich schon so sozusagen in der Zukunft. Genauso wie FNAF 6. FNAF 6 spielt, glaube ich, 2025. Und Security Breach spielt 2030, 35, irgendwie so. Ich habe jetzt keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung, aber er spielt auf jeden Fall in der Zukunft. Und ist in der Zukunft wirklich schon so, ist in der Zukunft die KI der Roboter so krass entwickelt worden, dass du denen einfach sagen musst, was sie tun sollen. Dass du denen einfach sagen musst, was sie tun sollen, und die tun es einfach. Weil normalerweise ist ja ein Roboter, der ja schon mal darauf vorprogrammiert, was er täglich für Aufgaben tun soll, so seine tägliche Routine halt, ne? Und mir ist aufgefallen, dass die Animatronics sich wirklich wie richtige Menschen bewegen. Und genau das tun, was du denen sagst. Also Vanessa zumindest. Ich meine, sie hat die Security Bots und die Animatronics sowie Roxanne, Chica, Monty dazu aufgetragen, mich zu suchen. Und Freddy hat sich offenbar dagegen entschieden und wollte mir helfen. Also ist schon krass, wie weit die Technik dann 2030 sein wird, ne?
Ich meine, woher soll man das wissen, ne? Also das ist jetzt nur ein Computerspiel, aber es kann natürlich sein, ne? Und irgendwie vertraue ich Vanessa nicht. Ich habe schon eine Theorie zu Vanessa, aber ich sag sie nicht aus Spoilergründen, falls es wahr ist. Und jetzt versuchen wir mal Freddy zu reparieren. Alter, wie kann er denn überhaupt reden, wenn sein Kopf abgetrennt ist? Stimmt, hab ich gerade erst gemerkt. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Oh Bruder, das ist... Oh, ich... Junge. Es ist genauso wie früher bei FNAF Help Wanted. Da musst du ja auch so die Parts- und Serviceaufgaben erledigen und die Animatronics reparieren. Es ist genauso wie bei Five Nights at Freddy's Help Wanted. Boah, das ist cool. Das feiere ich. Wie sich Freddy's Kopf einfach so bewegt. Lol. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Ja, er ist ready für die Big Show, nicht Monty. Monty ist ein Arschloch. Wie gesagt, Vanessa, wenn du mich hören kannst, sollte Monty die Band leiten, ich verbrenne hier alles. Hä? Ach so, okay. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Oh. Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaser cam could work. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phaser cams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Fahre mit dem Dienstaufzug zu Rockstar Row. Und er meinte, bei im Gang von Roxanne, glaube ich, müsste einer funktionieren, ne? Der Aufzug, ne? Und hier sind jetzt Chica, Monty. Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Und hier liegen jetzt drei Taschen. Ich habe übrigens herausgefunden, was diese Taschen bringen. Also immer, wenn wir eine aufsammeln, bekommen wir immer so Nachrichten so auf unserem Handy. So was so Gäste oder so geschrieben haben. Warte, wir werden sie uns gleich durchlesen, aber erst sammle ich immer alle ein. Warte, jetzt noch den letzten. Was mich auch mal interessiert. Warte, das testen wir gleich aus. Warte. Ja, Roxy Upgrade. Roxy sieht die Dinge völlig anders als die anderen. Mit diesem Upgrade sollten sie mehr Rennen gewinnen. Es gibt jedoch ein paar Nebenwirkungen. Manchmal starrt sie auf eine Mauer und redet mit den Bots auf der anderen Seite. Okay. Monty. Dank der Upgrades von Montgomerys Clown kann er Bass spielen. Nach den Auftritten sorgt er damit meistens für Unfug. Wird langsam teuer, ständig den Zaun zu flicken. Uff. Ja.
Ach scheiße, jetzt ja Mann, jetzt konnten wir die letzte Nachricht nicht lesen, ne? Doch, noch konnten wir, hör mal. Bei Chica. Lasst sie nicht singen. Das bringt die Navigation der anderen Bots durcheinander. Es war einfach nur brutal, als sie während des Live-Auftritts gesungen hat. Staff-Bots, die Tablets fallen ließen, Chaos, verletzte Gäste, 12 Anzeigen, testexperimentelle Sprechbox fehlgeschlagen, Austausch empfohlen. Das mit dem gestohlenen Eigentum hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Wenn nicht, könnt ihr das Video mal kurz pausieren, das euch selber mal kurz durchlesen. Ich werde jetzt vielleicht mal eben kurz gucken, ob das... Ja, du bist aktiv, ne? Aber du greifst mich nicht an, oder? Digga, ich trau mich da gar nicht hinzugehen. Aber du kannst ja nichts machen, ne? Guck mal. Oh Gott. Wenn du wüsstest, was deine Freunde mir angetan haben. Ich meine, du hast mir ja nichts getan, ne? Aber deine Freunde haben mir das Leben zur Hölle gemacht. Ah, Mann. Okay, dann gehen wir weiter. Wir speichern dann kurz an dieser Stelle kurz. So, zack. Speichern. Freddy? Ach, da bist du. Dann, ja. Egal. Gehen wir dann dir. Hier ist der Fahrstuhl. So. Der ist schon ein bisschen eng, der Fahrstuhl, ne? Bruder. Shit. I'm not a loser. Das ist Roxanne. Oh fuck. Digga. Boah, Freddy, Digga. Schreckt mich doch nicht so. Was kriegen wir hier? Ein Viereck-T-Shirt. Was hat Roxanne? Ja, ich gehe ja schon. Chill. Fuck, das war Vanessa. Wir müssen aber zu Rockstar Row und die steht genau davor. I bet your parents are worried about you. Ach nee, vor dir kann ich gar nicht rein, stimmt. Digga, ich kann meine Taschenlampe nicht. Doch jetzt. So. Hier irgendwo müsste doch dieser. Was müssen wir suchen? Den Partypass. In was?
Digga, aber warum muss ich denn hier. Aber Freddy meinte doch, ich müsste doch irgendwie nach Rockstar Row oder so. Ich bin doch jetzt hier, what the fuck? Oder ist hier auch irgendwas, was ich suchen oder finden kann? Ach nee, ich glaube, das war da schnellste Weg dahin. Warte mal. Oh shit. Digga, Vanessa, verpiss dich da. Alles klar, Bruder. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wo sie herkam, aber ja gut, ne, kann man machen. Ja gut, Digga. Ja. Alles klar, Digga. Bin ich wieder hier am Arsch der Welt, ja geil. Ja. Digga, was? Hä? Also, ach, das ist doch gerade, ich bin dumm. Bruder Freddy. Aber ich weiß, wie wir in Chicas Raum, glaube ich, reinkommen. Wir müssen, glaube ich, wieder durch diesen Vent. Wir müssen, glaube ich, ich weiß, glaube ich, wie wir da reinkommen. Oder ich gehe falsch. Ja, hier muss ich rein. Sorry. Ich muss hier in Freddys Raum. Und dann da durch diesen Vent. Und dann glaube ich, können wir da. Weil wir haben ja diesen Schraubenzieher. Ja, ich hasse dich auch, Vanessa. Mal kurz Tesla aufladen, dann gehen wir und speichern. Wir haben ja da diesen Schraubenzieher. Und da glaube ich, können wir die sogar dieses Dings aufmachen, ne? Wir haben den Schraubenzieher ja bei der Flucht von Venny bekommen. Und ich meine. Wir können den. Wir können diese Dings da aufmachen. Hier. Ja, genau. Können wir öffnen, ne? Ich höre irgendwie irgendwas. Hä? Oder bin ich dumm? Nee. Oh Gott. Music Man, was machst du denn hier? Digga. Alter, Digga, wie viele Pizzen liegen denn hier rum? Chica, Alter. Wieso liebst du denn so? Digga, wie kann man so Pizza lieben? Ich meine, ich esse selber gerne Pizza, aber wie kann man so sehr Pizza lieben? Hey, I found the party pass. Well done. Ja, eine Party passt, nice. Oh, it's that horrible moon thing again. Oh shit. Quick, find the oh fuck, nee, nein.
Schnell für diesen Raum, schnell für diesen Raum, schnell für diesen Raum. Nein, ist es nicht, es ist keine Schlafenszeit. Fuck, 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 fuck. Boah, Digga, Freddy erschreckt mich doch nicht so, Digga. Hier. Bruder. Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phasoblast or Montikov. However, it can only be used once. Was? Wir können ihn nur einmal verwenden und wir müssen uns jetzt. Ach, Digga. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir zu Phasoblast oder Montikov gehen. Wie echt ist er nur einmal. Ist er echt nur einmal verwendbar? Oh, Digga, das ist ein bisschen bad. Das ist schade. Einmal. Moin, Helpy. Warum müssen wir uns dann hä? Digga, warum? Das finde ich kacke, dass man den nur einmal verwenden kann. Diesen Partypass. Digga, hä? Warum das denn? Warte mal, was müssen wir jetzt machen? Finde heraus, wie du Monty außer Betrieb setzen kannst. Finde heraus, wie du Chica außer Betrieb setzen kannst. Mit dem Partypass die Festkamera in Monty Golf wird mit dem Partypass den Zugang zu Phasoblast öffnen. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, wo wir hingehen oder was? Ja, müsste ja gut, war ja klar, müssen wir, aber. Digga, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Oder ich würde überall gerne hingehen. Zu Phasoblast und zu Montikov, aber wir können. Wir können immer. Ah, nice, ich habe jetzt für die. Hier hingeportet, lol. Nice. Oh, Digga, sieht das creepy aus, Alter. Bruder. Oh, Junge, das sieht echt creepy. Das sah gerade echt creepy aus. Boah, Digga, wo soll man hingehen? Ich würde sagen, ihr stimmt ab in den Kommentaren. Und dann. Ja, Leute. Wo soll man hingehen? Phasoblast oder Montikov? Ihr entscheidet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Security Breach wieder. Aber bis dahin, ciao. Boah, Junge.